Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls. Na sowas. Genau. Wir wollen Mernus besiegen. Das steht als nächstes auf unserer Liste. Aber dafür, ich habe mich mal schlau gemacht, brauchen wir noch etwas. Denn das ist extrem wichtig, dass wir dieses andere etwas bekommen. Und ja, das gehen wir uns jetzt erstmal holen. Gucken, was habe ich so zaubermäßig? Nichts. Sehr schön. Ja, komm mal. Ne? Ihr beiden. Okay. Die sterben zum Glück alle ziemlich schnell. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir schon, dass ich dieses etwas, was ich jetzt zu holen gedenke, schon früher geholt hätte. Weil es hätte uns viel Mühen erspart. Immer mal wieder. Ja, ihr seht dann schon, was es ist. Die meisten können sich wahrscheinlich schon denken, wenn ich sage, ich will Mernus besiegen und brauche es noch. Ja. Ja, da stürmen wir einfach mal drauf los, würde ich sagen. Super funktioniert. Immer trotzdem mein erstes Flakon. So, dann gucken wir mal. Hallo. Ja. Kriegst auch noch einen auf die Nuss. Sehr schön. So, genau. Und dafür gehen wir mal hier runter. Weiß nicht, kommt der da runter? Hm? Ja, kommt er. Okay. So. Weiter darunter und darunter. Ich glaube, das ist richtig. Bin mir aber gerade nicht ganz so sicher. Aber doch, ich glaube, es sieht gut aus. Guck mal. Ja, verdammt, die ist schon weg. Hier nämlich. Nachricht lesen. Es werde Licht. Ey, irgendwas hat hier gerade. So. Hier gehen die verschlossenen Türen nämlich mit Licht auf. Gut, da ist die Kette nach hinten, das heißt, können wir gefahrlos öffnen. Und da drin liegt ein Silberanhänger. Dieser Silberanhänger, diesen wollte ich nämlich haben. Der ist schon da drin. Ich zeige euch mal, was er macht. Und zwar dieses hier. Und dieses hier hilft uns nämlich. Ich hatte mal überlegen, wo ich eigentlich hin muss. Ich glaube, darüber springen ist mal gut. Mhm. So, dann kann man wieder da hochgehen. Und hier unten sind wir eigentlich fertig. Genau. Und dann kommen wir ganz einfach zurück. Ja. Mit diesem, was ich jetzt hier habe, können wir tatsächlich Mernus besiegen. Oder was heißt, wir können ihn besiegen, wir können vermeiden, dass wir ziemlich schnell drauf gehen. Naja, zumindest bei bestimmten Attacken, die wir allerdings noch nicht gesehen haben. Soweit kam ich noch gar nicht bei ihm. Und ganz ehrlich, wird interessant. Ich habe mir natürlich auch angeguckt, wie man ihn besiegen kann. Jetzt will ich nochmal schnell hier Halt machen. Und ich will... Genau, hier machen wir mal eben... Nehmen wir raus. Das ist auch wichtig.
Schwäche? Boss. Ja, um so einen Bosskampf zu besiegen, wäre schon vorteilhaft, wenn man auf den Boss einschlagen kann. Okay. Ich habe ja mal gedacht, hier wäre tatsächlich noch irgendwo ein Geheimgang oder so. Aber... tja, scheint nicht so zu sein. Okay. Nee, das war falsch. Das hier wollte ich, genau. Und ja, dann würde ich doch glatt sagen... Achso, nee, ich wollte noch schnell eine andere Sache machen. Etwas, was ich vielleicht hätte gerade eben schon tun können. Und zwar handelt es sich dabei um, naja, sagen wir, wir können uns ein bisschen Hilfe in dem Kampf holen. Genau, das gedenke ich jetzt auch zu tun. So. Einmal so. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei unserem Zielobjekt. Bis gleich. Mist. Okay, ja, wir haben schon mal so einigermaßen raus, wie es gehen könnte. Doof. Glücklich da reingekommen. Das hätte mich eigentlich töten müssen. Okay, das hat mich getötet. Na gut. Nein! So knapp. Thank you.
Mist. Er ist tot. Geil. Ach Gott, das freut einen jedes Mal wieder. Meines Seele. Seele des Mannes. Okay. 10 Menschlichkeit, das ist ordentlich. Und 60.000 Seelen. Yo, Leute. Vorne ist ein Leuchtfeuer. Und hier ist die gute Dusk von Olasil. Sie wimmert ein wenig. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, genau sie sollten wir eigentlich retten. Und auch nichts. Okay. Sie sagt leider nichts mehr. Aber... tja. So wie es aussieht, sind wir fertig. Vielleicht mal erstes Leuchtfeuer entzünden. Da hinten liegt noch ein bisschen was von unserem Zeug. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann, ja, die gute Dusk. Die liegt hier irgendwo. Die hat sich anscheinend verloren in der Finsternis. Jetzt ist hier ein Grab. Ist sie so schnell begraben worden? Nee, da liegt sie noch. Okay. Ja, ich glaube, die sagt uns nicht mehr viel. Vielleicht, wenn wir mal kurz wegreisen und wieder herkommen. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Wobei, jetzt ist das Leuchtfeuer da. Oder... nee. Teleportieren. Nach... jetzt gehen wir erstmal nochmal... nee, nicht ins Dungeon, sondern in die Stadt Olasil. Und reden nochmal schnell mit Goch. Dann kommen wir nochmal kurz runter. Genau, ja, was gibt's zu erzählen über diesen Boss? Ich fand ihn ein wenig leichter. Der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt, wir konnten Sith beschwören. Deswegen habe ich mich auch immer menschlich gemacht. Ja, und sonst, ich meine, wenn man die Taktik kennt, mit der man da rangehen muss, und ein bisschen aufpasst, dann ist er eigentlich gar nicht so schwer, muss man sagen. Und das Pendant, also der Anhänger. Der war wichtig, der war richtig wichtig. Sonst hätten wir dermaßen auf die Fresse gekriegt. Also, mehr noch als wir eh schon haben. Ich glaube, wir haben uns eigentlich gar nicht so blöd angestellt. Da kommst du wieder, Legend of Humans. Es ist immer ein Honor, mit dir zu sprechen. Schön. Do not mistake my words. I cherish my work. Woodcarving is a nuanced art. I would have much to talk about with that blacksmith. In truth, how is the old chap, I wonder? Still hammering away, I should hope. Okay, das hatten wir schon. Der sagt uns nichts mehr, obwohl wir Manus besiegt haben. Den Vater des Abgrunds. Manus ist allerdings, es ist übrigens auch der... Grund, warum Olasil so verkommen ist. Damals schon. Wir sind ja jetzt nicht in der Gegenwart, sozusagen. Wir haben ja eine Reise in die Vergangenheit angetreten. Wo wir... oh, guck mal. Ha! Na, sieh mal einen an. Glück, dass ich nochmal hier hochgekommen bin. Eine Heldenseele, das ist schön. Heldenseelen sehe ich immer gern.
So, jetzt gucken wir doch nochmal schnell runter in den Abgrund. Weil ich hoffe, dass Dusk da nicht mehr rumliegt und wimmert, sondern vielleicht sich wieder ein bisschen gefangen hat oder... Ja, zumindest ein bisschen. Das wäre schon mal nicht schlecht, dass wir mal mit ihr reden können. Ja, aber wir haben das ja schließlich alles für sie gemacht. Wir sind jetzt losgezogen und haben sie gesucht. So, deswegen gehen wir jetzt nochmal schnell am Menschen der Stadtgemeinde da unten. Das können wir hier nicht mehr. Ah, hier, Schlund des Abgrunds. Jetzt hier, oder? Okay. Hier ist anscheinend echt so eine Art Grab, oder? Hier unten. So, wo ist sie jetzt? Moment, wir haben ja noch... Ja, das geht natürlich auch. Bisschen sinnlos, aber es geht. Dann machen wir ein bisschen Licht hier unten. Ja, allzu viel hat es nicht gebracht. Ich glaube, sie ist irgendwie nicht mehr da. Oder? Sehe ich das richtig? Hm. Scheint so. Okay, wo ist sie hin? Das frage ich mich jetzt. Oder sehe ich sie nur einfach nicht? Nee, die ist nicht mehr da. Okay. Dann will ich nochmal eben mit dem Pilz sprechen vom Anfang. Da müssen wir das Ziel Mausoleum. I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human, even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. Huh? Danke. Wofür brauche ich denn? But I will keep thy story to myself. This is the best way. For thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises. But yet thy greatness shall live on. For it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Was thine eye glancing hither? Thou needst not hide thy wonder. I am a mushroom. After all. May the flame... Okay. Wir haben einen Pilz bekommen. Heilt zeitweise viele TP, okay. Ein großer medizinischer Pilz von Elisabeth, Wächterin des Mausoleums. Wenn der Pilz gegessen wird, kräftigt er den Körper und heilt kurzzeitig viele TP. Seine enorme Wirkung kann für einen Krieger den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Okay, das ist schön. Das ist, also, das, ja, das freut mich, dass wir sowas haben. So. Ja, gut. Ach, genau, wir haben, warte mal, was ich noch eben mal machen wollte, ich weiß ja gar nicht. Very good. Können wir die öfter hernehmen? Oder habe ich den jetzt verschwendet? Nee, der ist noch da. Haha, cool. Cool, das ist cool. I'm sorry. Sehr schön. Okay, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, genau, was ich noch sagen wollte. Die nächsten Folgen werden voraussichtlich die Lore-Folgen sein, die ich machen wollte. Deswegen kann es auch eventuell sein, dass sie ein bisschen länger dauern, weil ich eben nicht... ich muss mir erstmal meine Notizen rauskramen, was Ordentliches zusammenschreiben.
überprüfen, ob das alles so hinhauen kann und genau, vielleicht noch ein paar schöne Szenen drehen. Ein paar schöne Szenen drehen. Und ja, dann am Ende. Genau. Und dann bleibt nur noch ein Gebiet. Das wäre da hinter dem Herrschergefäß, das wir mit den Seelen gefüllt haben. Und dann geht's zu Gwyn. Deswegen würde ich die Lore-Folgen gerne vorher machen. Und dann nur noch winziges kleines bisschen übrig lassen, was ich dann nach Gwyn noch erzähle. Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.